So, jetzt geht's auf zum Tongariro Crossing. Der Berg ist nicht nur 2000 Meter hoch, sondern auch Teil des ersten Nationalparks Neuseelands und sogar des ersten Nationalparks der Welt. Now you ready? Totally. Fucking ready. Yes. Constantine, now you ready? Yes. Yeah, are you ready? Yeah, fucking ready. Now, if you're running late for that 4:30 bus, then you should be able to work that out. Falls sich noch an meine Wanderung mit Flipflops erinnert, meine Füße tun heute noch davon weh. Und falls ihr es nicht wisst, könnt ihr sie hier auch nochmal anschauen. Und falls ihr darüber nachdenkt, mit Flipflops zu wandern, macht's nicht. Macht's einfach nicht. Ich denke jedes Mal, okay, das war jetzt das Highlight des Bergs, aber nochmal schöner geworden. Carlton, what do you want to say to me? Du hast schönen Augen. Voll nett. Das ist so verrückt. Man läuft ein kleines Stückchen weiter und schon wieder sieht der Berg einfach komplett anders aus von der Landschaft her. Mega krass. Ja, und jetzt fällt mir die Kamera runter. Ich habe den anderen gesagt, dass sie ein bisschen vorgehen können, weil ich hier die ganze Zeit Aufnahmen mache. Und ehrlich gesagt genieße ich das auch ein bisschen alleine rumzulaufen. Dann erlebt man das Ganze nochmal ganz anders. Es ist so schön. Man läuft seit Stunden und es ändert sich einfach nichts. Aber es ist trotzdem schön. Jedoch ist der Treffpunkt um 16.30 Uhr und ich muss echt mal schauen, dass ich da auch pünktlich ankomme. Sonst habe ich ein kleines Problem. Der Berg hat wieder zugeschlagen. Jetzt auf einmal sieht es aus, als wären wir im Regenwald. So nice. Wir sind definitiv zu spät dran für den Bus. Und wenn wir den nicht kriegen, verpassen wir auch unseren Reisebus. Und dann haben wir echt ein Problem, in die nächste Stadt zu kommen, wo wir schon das Hostel und so gebucht haben. Und deswegen müssen wir uns jetzt echt mega beeilen. Ja, das haben wir dann zum Glück gerade noch so zeitlich geschafft und sind dann auch wieder pünktlich angekommen und konnten dann weiter. Und wie es weitergeht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ciao!